Hallo, du kannst Zahlen einander zuordnen, indem du auf der einen Seite immer eine Rechnung machst oder auf der anderen Seite das Ergebnis hinschreibst. Und rein zufällig habe ich dazu mal was vorbereitet, nämlich dieses Plakat hier. Und die Rechnung kannst du dir mit so einer Glasscheibe vorstellen, die du jetzt nicht sehen kannst, weil sie durchsichtig ist. Die kann man aber beschriften. Zum Beispiel mit einer Rechnung, die man immer wieder ausführen kann, nämlich ich sage einfach mal rein willkürlich 3 mal eine Zahl. Und ich kann jetzt in dieses. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.